Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, die Stadt der Sonne ist wieder unsere Hauptquest. Die Hauptquest der Hauptquest quasi. Begib dich nach Meridian. Ja, ich bin schon ein Stückchen vorgelaufen, weil ich ein bisschen die Maschinen wieder erkunden wollte offscreen. Da seht ihr schon einen unserer Widersacher, der gar nicht mal so leicht zu besiegen ist. Obwohl ich die da unten wesentlich heftiger finde. Kann ich denn nachcraften schon irgendwas? Okay. Was fehlt uns denn hier? Zünder. Ich will einen Zersprengungspfeil haben. Kann ich den eigentlich runterholen jetzt gerade? Einfach mal so testweise. Genau verfehlt. Wie geil. Alter, sie verarschen? Hallo? Ernsthaft jetzt? Warum verfehle ich den? Wie wenig Skill habe ich? Hä? Was? Ich komme hier raus. Hey, Alter, was? Willst du mich verarschen? Ich verschieße jetzt ja nicht meine ganzen Jägerpfeile, nee. Kann ich den von hier nicht treffen? Verarschst du mich gerade und kann ich den von hier gar nicht treffen? Ich glaube, ich kann den von hier gar nicht treffen. Ne, ich kann den von hier nicht treffen. Der ist außerhalb meiner Schussweite. Danke. Und ich verballe hier meine Pfeile. Ja, schön, okay. Wo müssen wir denn hin? Jagen für die Loge. Ja, das ist so eine Jagdprüfung quasi, wo man drei Prüfungen abschließen muss, um quasi in die Loge aufgenommen zu werden, so ein Jagdverein quasi Meridian. Aber jetzt wollen wir erstmal nach Meridian selbst. Und da geht's hier lang. Okay, alles klar. Also müssen wir weg vom Adler. Sehr schön. Du wolltest nicht mit uns spielen, jetzt hast du Pech gehabt. Nee, du brauchst jetzt auch gar nicht kommen. Nee. Oh. Hi, wie geht's euch so? Peace. Es gibt keine besseren Schneider als die der Kaja. Ja, ich habe auch eine Kaja-Kluft an. Das. Also ich bin euch nicht abgeneigt in eurer Annahme gerade. Ach, Lagerfeuer, das nicht am Boden steht, das ist neu. Das ist anscheinend Kaja. Der Kaja-Stil. Ist hier vielleicht irgendwo noch wieder ein Händler? Ich bin so Fanat auf Händler. Ah. Hi, kann ich mit dir reden? Du siehst wichtig aus. Grüßen kann ich. Ich behaupte ja nicht, dass der Sonnenkönig schwach ist, aber ich sollte lieber die Klappe halten. Nee, wieso? Bist du so ein Nähkästchen plaudern? Die kann ich bitte ausgrüßen, oder? Die heiße Mittagssonne wirft keine Schatten. Weise Worte. Klingt leicht philosophisch, aber auch irgendwie logisch. So. Ich will jetzt auch wenigstens wieder ein bisschen grüner und nicht diese komplette Wüste wie gerade eben. Also wirklich so ein Steintal war. Doch das hier wird schon ein bisschen Buschland. Und da drüben sehe ich eine Ruine. Ist doch eine Ruine, oder? Egal. Einfach mal versuchen, nach Meridian zu kommen in dieser Folge. Das haben wir wirklich vorgenommen. Da muss ich auch mal was vornehmen und nicht nur vornehmen, ja, ich will ein Outfit haben in der Folge und ich spare jetzt drauf hin die ganze Folge lang. Nein, heute nehmen wir uns vor, die Hauptquest weiterzuführen und wenigstens ein kleines Stückchen weiterzukommen auf unserer Reise zur Bestimmung unseres Schicksals. Hi. Ihr bewacht das Land, finde ich gut. Was ist das hier denn? Schönes. Ödlicht. Ich will nicht ins Ödlicht. Nee, ich will nach Meridian. Ja, genau da will ich hin. Genau da will ich hin, Meridian. Gar nicht mal so weit. Ein Kilometer. Wenn ein Schritt ein Meter ist jedenfalls, was ich glaube. Nein. Ein Schritt ist doch ein Meter, oder? Könnte ungefähr hinkommen. Kommt natürlich auf die Größe des Menschen an, aber ich denke mal, ungefähr ein Meter wird ein Schritt sein. Ich meine, gab es nicht früher auch eine Einheit? Oh ne, das waren nicht Schritte, das war Fuß, ne? Die Einheit früher. Ja, egal. Inventar voll, Steine. Ach, meine Steine sind voll, okay. Wozu braucht man eigentlich Steine? Ich glaube, die kann man nur werfen, mehr kann man dann nicht machen, oder? Was ist das hier eigentlich? Das sieht alt aus. Und was ist das hier? Also ich will jetzt nicht schon wieder irgendwie abbiegen hier, aber hier ist eine Nebenquest. Die nehmen wir natürlich mit. Weil wir werden am Ende alle Nebenquests machen. Zwar ein bisschen verteilt, dass wir auch zwischendurch immer wieder eine Hauptquest machen, aber
Wenn er schon in dem Quest hier ist. Hi. Neil! Ja, hi! Den kennen wir ich doch. Ich hab gesehen, wo du warst. Die neuen Siedler wissen Kunst nicht zu schätzen. Sie hatten dein Werk schon in einem Graben entsorgt. Aber ich konnte die Zeichen lesen. Die Kratzspuren im Dreck. Die Überraschungsspritzer. Ich sagte doch, wir sehen uns wieder. Neil, noch immer auf Banditenjagd? Oh ja. Ich habe meine Klinge gewetzt, weil ich einen Kampf gewittert habe. Missversteh mich nicht. Aber dieser Abschaum stinkt. Und Panik und Verzweiflung verstärken den Duft. Wie Räucherwerk. Und wie heißt dein Messer? Wozu braucht dein Messer einen Namen? So viel zum Plaudern. Bist du bereit? Aber glaub nicht, dass mir das Spaß macht. Keine Angst. Wir nehmen dein Geheimnis mit in ihr Grab. Ja, das machen wir, aber ich habe ein Ziel für die Folge, Neil. Ich komme später wieder. Ja, Leute, wir werden das jetzt durchziehen. Ich lasse mich nicht ablenken von irgendeiner kleinen Nebenquest. Nee, wir ziehen das jetzt durch. Und wir speichern zwischen. Ist hier unten wieder ein Banditenlager, oder wie? Ja, Banditenlager. Torland. Und hier ist ein Langhals. Den müssen wir auch unbedingt mitnehmen. Was ist das hier? Sieht aus wie Schnapper. Alter, hier ist noch so viel Gebiet, was wir aufdecken müssen. Ah, schön. Okay. Neil, wir kommen auf jeden Fall wieder. Spätestens, wenn wir in Meridian fertig sind. Was, glaube ich, nicht so schnell passieren wird. Also, wir kommen in 10 Folgen oder so wieder. Tschö, Neil. Ah. Hier kann ich looten? Warum sind die eigentlich so wenig Maschinen? Fällt mir gerade so auf. Oh. Rayon, halt doch endlich mal deine dreckige Fresse, Rayon. Wo sind denn die ganzen Maschinen? Ich drehe mich um, was kommt da? Ach du Scheiße, ja die sind ja noch okay. Aber der da. Alter, was ist denn das, ein T-Rex? Ist das ein T-Rex? Den kann ich ja nicht mal scannen. Also ich will mit dem auf keinen Fall einen Kampf provozieren. Niemals, nee. Den gehe ich sofort von aus dem Weg. Sehe ich den auf der Karte? Ja, das ist das hier, ne? Ne, das ist Breitkopfareal. Das hier. Was genau ist das? Ich würde es ja gerne scannen, aber dafür muss ich näher ran. Wir riskieren es, Leute. Was ist das? Alter! Guckt mal da hoch! Habt ihr keinen Schiss? Aber hi. Hi. Hallo. Hallo. Hi. Leute, wir haben ein Problem. Guckt mal hinter euch. Alter, seid ihr dumm? Alter. Das Teil ist riesig. Jetzt kann ich ihn scannen. Donnerkiefer. Scheibenwerfer. Alter, habe ich den jetzt schon entdeckt? Kann ich jetzt im Bestiarium nachgucken? Maschine. Donnerkiefer. Alter, das ist das Teil aus dem Trailer, ne? Behemoth, das hatten wir vorher. Das ist das Schnappmaul, was wir in der letzten Folge hatten. Gruhabicht. Also Gruhabicht. Ich dachte, das heißt Grauhabicht. Okay. Gucken wir uns da mal kurz durch. Was die Schwäche so ist? Feuer. Körper ist Feuer, alles klar. Und der Eisbeutel. Ja, der Eisbeutel macht effektiv viel Schaden. Einfach mit dem Präzisionsfall drauf, das ist ein Eisbeutel und der geht schon mal so heftig zu Boden. Schnappmaul haben wir easy hingekriegt. Behemoth. Körper, Schwäche keine. Kistenhalter, Schwäche alles. Sehr schön, gut zu wissen. Eis und Abriss, hast du der Eisbehälter? Abriss, Schock, Abriss. Alter, da muss man ja wirklich. Da muss man sich ja wirklich timen. Was ist mit dem Donnerkiefer? Körperschwäche keine. Lohebehälter. Der hat Lohebehälter. Das heißt, er kann Bumm machen. Finde ich sehr gut. Aber der Lohebehälter scheint in ihm zu sein. Ist nicht ganz so geil. Da muss man vorher was wegschießen. Ist nicht cool. Datennexus. Ist hier vorne. Schwäche alles. Okay, auf den Datennexus zu schießen, ist also richtig schlau. Wie soll's denn? Scheibenwerfer. Schwäche Abriss. Okay, dann kann man das auch runterballern. Aus dem Trailer sieht man ja auch, dass man mit dem nachher schießen kann, wenn man den runterballert. Und wir mit unseren, Zersprengungspfeilen haben wir so effektiv viel Abriss. Sorry, mal mit einem Schuss runterholen können. Eisbehälter. Wundereisbehälter. Der ist ja auch in ihm drin. Das Herz, das ist auch in ihm drin. Wie soll man denn da rankommen?
Energiezelle. Alter, wie viel Zeug hat der bitte? Der von hat auch noch eine Kanone? Ein Schweif ist auch... Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Das könnte das heftigste Maschinenteil sein, was es gibt. Was gibt der? Maschinenkern, groß. Donnerkieferlinse, Donnerkieferherz. Wert 200. Alter, wird es irgendwann eine Rüstung geben, wofür wir davon ein Herz brauchen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wenn es einen gibt, dann gefällt uns das bestimmt nicht. Nee, wir gehen weiter. Keinen Bock auf den. Wenn der uns angreift, ist instant tot. Alter. Da ist Meridian. Es ist schon geil. Aber um da hinzukommen, müssen wir an dem vorbei. Das finde ich nicht geil. Versuche mich mal vorbeizuschleichen. Ich will mit dem überhaupt keinen Kampf. Wir dürfen den auf keinen Fall provozieren, Leute. Das wäre sonst unser Ende. Also ich weiß, irgendwann werden wir gegen den kämpfen müssen, früher oder später, aber ich würde gern, so lange wie möglich, diesen einen Kampf hinauszögern. Also haben wir bekommen eine Quest. Ich wollte irgendeine Quest bekommen. Ich habe gerade irgendeine Quest bekommen. Ich hab doch gerade. Ehe ich mich da? Ich ehe mich da etwas. Geh mal bitte weg. Oh, geh weg. Das Ding ist ja riesig. Geister. Und wurde zum Kämpfen erschaffen. Ja. Das ist der Terminator. Das ist der Daddy vom Terminator. Das ist der Big Daddy vom Terminator. Oh. Kannst du mal bitte weggehen? Das Ding ist mir so unsympathisch. Nee, ernsthaft jetzt. Shit. Boah. Lass mich doch verarschen. Weiter. Alter. Das Teil ist zu krass. Das Teil ist einfach. Was? Achso, ich hab gerade auf das Speicherzeug gegeben. Das ist einfach zu krass. Ich will gegen den nicht kämpfen. Nee, niemals. Da breche ich das Spiel ab, wenn ich gegen den kämpfen soll. Nee, natürlich nicht. Was ist denn das hier? Oh, Geschenkkarton. Ich hab den gerade näher kommen gehört. Zum Glück scheint es vor dem nur einen zu geben. Was ich sehr sozial finde von dem Spiel. Blümchen. Ach ja, das kann man ja auch noch sammeln. Das bringt ja auch sogar voll was. Und ich dachte, jetzt kommt ein Dschungelgebiet oder so. Jetzt kommt hier wieder Wüste. Warum? Ich denke mal, es wird noch Dschungel geben, weil ich weiß aus Trailern und so weiter, dass es Dschungel geben wird. Weiß ich ziemlich sicher. Oh, Alter! Aloy! Das wäre der Tod gewesen, wenn ich jetzt nicht gesprungen wäre. Oh, wie geil. Oh. Wie komme ich denn da eigentlich am Ende rüber? Da drüben scheint eine Brücke rüber zu sein. Das heißt, wir werden hier einfach mal... Wie geil das hier mit dem Fluss aussieht, einfach mal. Das sieht aus wie... Als würde der Fluss hier durch die Lande gehen und dann hier so eine kleine Oase. Das ist eine Oase. Das sieht nicht aus wie eine Oase, das ist eine Oase. Und an der Oase ist Meridian, wie es aussieht. Schön. Das einzige Soziale am Donnerkiefer ist wahrscheinlich, dass hier sonst keine Maschinen rumhängen. Die dachten sich, joa, stellen wir einen von diesen Big Daddy Maschinen hin und dann passt das. Dann brauchen wir im Umkreis von 10 Kilometern nichts mehr, weil der macht alles weg. Oh, hi. Alte Trümmer. Alte Skulptur. Altes Klangspiel. Schlüssel, geil. Altes Klangspiel, Schlüssel. Und alter Ring. Das kann man gut verkaufen. Was ist denn das da oben? Ich muss gucken. Okay, Meridian ist hier unten. Also ich laufe gerade leicht daran vorbei. Ich habe irgendwie den Weg verloren. Lagerfeuer entdeckt. Wo haben wir denn gerade ein Lagerfeuer entdeckt?
Egal. Alter, wie geil die Landschaft einfach aussieht. Also ich bin echt nicht so ein Fan von Wüste etc. Aber die Landschaft hier ist einfach nur episch. Und ich glaube, die Brücke könnte der richtige Weg sein. Oh nee, wir werden die Folge nicht, bis wir in Meridian sind. Hier ist ein Breitkopfareal. Auch Breitköpfe sind mir egal. Die sind mir ganz sozial, im Gegensatz zu dem großen Donnerkiefer. Wie schön das hier einfach ist. Der Fluss, der sieht so dynamisch aus in dieser Landschaft. Schön. Wenn das jetzt doch ein grünes Gebiet wäre mit so richtig großen Tannen und so weiter, was es, glaube ich, gar nicht im Spiel gibt, dann wäre das jetzt richtig episch. So eine kanadische Landschaft. Das würde ich am meisten feiern im Spiel, wenn es das noch irgendwo gibt. Vielleicht gibt es das ja. Es gibt sau viele Vegetationen. Dass es Dschungel und so weiter gibt, weiß ich hundertprozentig. Aber... ja. Wir decken ja eh beim nächsten Mal mega viel auf, wenn wir den Langhals endlich uns wiederholen. Wie viele Langhälse gibt es eigentlich? Ich glaube, es gibt 5 Stück, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder gab es 6? Oder gab es viel weniger oder mehr? Ich habe keine Ahnung. Was höre ich hier? Ist das Flügel? Ja, ich höre euch. Hallo? Die Oase, sie lebt. Die ganze Zeit Lagerfeuer entdecken und ich weiß wo. Blümchen! Ne, Verderbnis brauche ich nicht. Ich brauche keine Tränke, sorry. Oh, da ist das Lagerfeuer, sehr schön. Ah, noch 500 Schritte, sehr schön. Jetzt schaffen wir das ja doch heute noch. Ah, habe ich mein Maul nicht zu voll genommen. Ah, schön. Ich kann... Als Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Aber es ist anständige Arbeit. Ja, du bist wirklich sehr freundlich. Ja, hi. Ich liebe die Landschaft von dem Spiel einfach. Sie ist so göttlich. Seht ihr nur mal dieses Panorama hier an. Hier könnte ich schön in den Fotomodus gehen und hier ein paar Pics schicken. Schicken vor allem. Schießen. Im Fotomodus kann man so extrem viel machen, besonders für Farmless und so ist der Fotomodus einfach nur erstklasse. Möge die Sonne deinen Schneider segnen. Der versteht sein Handwerk. Schneider, okay. Ihr trägt ja alle die gleiche Rüstung. Wer ist denn der große Schneider, der da ein Heidengeld verdient, weil er dann die ganze Armee verkauft? Ah, ja. Ich darf hier doch durch, oder? Bin ich Einlass und so? Darf ich? Ja, okay. Hallo, bin der Neue. Die Neue. Nein, ich grüße nicht jede Katscherwache. Ist auch da ein bisschen übertrieben. Eine Jägerloge? Wenn das so weitergeht, die taufen alle von der Jägerloge. Ich glaube, die Jägerloge wird noch so ein großer Nebenzweig sein. So eine Nebenhauptquest. Kann ich mir gut vorstellen, dass das noch ein großer Bereich sein wird. Was nicht im Spiel sehr wichtig werden könnte. Wir alle haben im großen Zusammenhang der Dinge unseren Platz. Ah. Ich war unter dem alten König Wache. Diese Tage sind längst vorbei. Du bist doch Wache. Immer noch. Einfach so schön. Und ich bin schon gespannt, wenn wir über diese Brücke gehen und durch die großen Tore in die große Stadt schreiten. Dann werden wir wahrscheinlich von Nebenquests bombardiert werden. Frivol, oder? Was ist das hier? Was ist das hier für ein Lager? Warum rennen hier Wildschweine rum? Was hat das für einen essentiellen Nutzen? Hi. Kann ich dir reden? Ich mache das schon, seit ich klein bin. Alter, gönn dir mal eine Rückenkur. Geh nicht so... Die Priester erzählen... Es sah gerade fast aus, als würdest du kötteln. Aber egal, lassen wir es so stehen. Was ist das hier vor? Aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Was? Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen und warten, bis alles verdirbt? Ich dachte, Meridian wäre offen für alle Karja. Was Ursa passiert ist, hat nichts mit uns zu tun. Ursa? Frag mich lieber nicht, wo du hin sollst, wenn du dich verirrst. Ich bin Wache, Stadtschreier. Kann ich jetzt hier mit irgendjemandem reden über die Sache hier? Und alle kommen rein. Bei der irgendwann. Ich werde morgen ein besserer Tag. Okay, dann talkt hier mal weiter, wenn ihr nichts mit mir zu schaffen haben wollt. Der Händler hier will bestimmt was. Ja, klar. Oh, Schattenrassler. Handhabung 100, ja geil. Ja, aber das haben wir alles schon. Das haben wir doch schon. Schattenkriegsbogen wäre natürlich auch geil. Dann haben wir nämlich auch die neuen Pfeilearten dabei. Schattenjägerbogen haben wir ja schon. Schattenschleuder, ach du Schuhkacke. Das ist heftig. Wie sieht ein Outfit technisch aus? Hier gibt's nichts Neues, alles klar.
Funkenfänger erstmal. Aber sonst ist. Sonst soll ich mal halten, ne? Okay. Aber nee, wir können ja verkaufen, wenn wir schon hier sind. So. Zünder, wir haben doch Zünder. Es soll zu unserer Sicherheit sein. Erzähl das mal meinen Kunden. Also das ist kein Zünder, das ist irgendwas anderes. Okay. Was ist denn das, was wir dann verbrauchen? Ich kann ja sowieso nichts kaufen. Was kannst du haben? Was kannst du auf jeden Fall auch haben? Alte Skulptur. Verkauf gegen Metallschirm kannst du auch haben. Grauhabichtherz. Geschäfte mit Händlern kannst du auch haben. Das werden wir da, wenn wir es doch mal brauchen. Ach, besorgen. Verarbeitete Metallblock. Okay. Kannst du auch haben. Und den Rest behalten wir einfach mal. Für Munitionsherstellung und so weiter. Okay. Tschüss mit dir. So. Dann würde ich sagen, ist jetzt nämlich erst aufgeklappt bei euch? Nein. Okay. Dann werden wir mal die Stadt besichtigen. Da will ich mal eintreten. Es ist hier nichts. Odin ist irgendwo da drin. Und auch Erend. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Die Typ ist da vorne. Die haben ja von einer Ursa gesprochen. Kann es sein, dass der Typ hier uns vor der Erprobung, der mit dem komischen Bart, der mit uns geredet hat, uns von einer Schwester, die Ursa heißt, erzählt hat? Kann das sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich erinnere mich daran. Vielleicht irre ich mich da jetzt auch komplett, aber ich glaube schon. Und ich habe Angst, gleich zu dieses Tor zu gehen. Ich wette, die Nebenquests werden nur so explodieren, die Nebenquests. Dürfen wir da denn überhaupt durch? Warum seid ihr davon so positioniert? Ich komme in Frieden. Hallo. Ja, ich stehe. Was gibt's? Der sieht nicht gerade glücklich aus. Ja, wer ist hier der Hauptmann? Du? Komm her, Fremde. Ja gut, dann nicht. Und wie soll ich heben? Bist du der Hauptmann? Stopp! Genau da! Ja, hi. Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Was? Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz, macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Nee. Fast nichts. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Hat's ja weit gebracht. Bitte, jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Ganz allein? Da stehen 30 Wachen um uns herum. Was ist das für eine Privatsphäre? Alter, hattest du dein erstes Mal am Marktplatz oder wie? Das heißt, lennst du also allein, okay. Ah, Leute, ich würde sagen, dieses Gespräch werden wir uns in der nächsten Folge vorknüpfen. Ich bedanke mich wieder mal für eure mega krasse Aufmerksamkeit und verbleibe mit einem Ray und sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Schreibt mir einen Kommentar in die Kommentare und bewertet das Video. Ciao, Leute.